Montag, 21.04 Uhr. Hier ist Hart aber fair mit Frank Plasberg. Schönen guten Abend. Guten Abend. Dankeschön. Herzlich willkommen zu Hart aber fair. Vielen Dank, schön, dass Sie dabei sind. Politik ist wieder spannend und das haben die Wähler sich selbst zu verdanken. Parteientreue war gestern. Die Wähler, sie wählen frech, wie es ihnen gerade passt. Hieven eine totgeglaubte FDP auf über 8%, weil der Mann an der Spitze überzeugend Wahlkampf gegen seine eigene Bundespartei macht. Und schicken die Piraten aus dem Stand in den dritten Landtag, weil sie zum ersten Mal den Eindruck haben, dass der böse Satz über Politiker, die machen ja eh nur, was sie wollen, dass dieser Satz bei den Piraten nicht stimmt. Und die Tage der Abrechnung mit der etablierten Politik, sie könnten nächste Woche im größten Bundesland in Nordrhein-Westfalen weitergehen. Sind die Piraten nur eine weitere Denkzettelpartei? Wollen sich die Bürger überhaupt so viel Arbeit mit direkter Demokratie machen? Und was sollten die klassischen Parteien daraus lernen? Hart aber fair mit dem spannenden Thema und diesen Gästen. Juhi C., die Schriftstellerin, sympathisiert mit den Piraten und erklärt, sie sind deshalb so erfolgreich, weil sie ehrlich und ideologiefrei sind. Denn heutzutage wählen Bürger nicht mehr blind CDU oder SPD. Sie fragen ganz pragmatisch, wer löst am besten meine Probleme? Daniel Gödewehr. Der Autor und Philosoph ist überzeugt, die Piraten sind ein Wohlstandsphänomen, denn sie sind nur in den Staaten beliebt, die zwar erfolgreich, aber leider auch ein bisschen langweilig regiert werden. Florian Schröder, der Kabarettist, bekennt, mein erster Gedanke zu den Piraten war, klasse, die sind endlich die Stimme meiner Generation. Doch seitdem ich deren Getwitter und diverse Beschimpfungswellen im Internet lese, lautet mein Urteil, Piraten sind oft widersprüchlich und leider unfassbar naiv. Hans-Olaf Henkel, der ehemalige IBM-Manager, unterstützt die Freien Wähler und stellt fest, der Erfolg neuer politischer Bewegungen ist ein Armutszeugnis für die etablierten Parteien. Denn ich kenne keine Demokratie, in der sich die Bürger gegen die Politik so ohnmächtig fühlen wie bei uns. Jutta Ditfurth, die Journalistin, hat bereits mit den Piraten zusammengearbeitet und weiß, die sind so transparent, dass man durch sie hindurchgucken kann. Piraten wollen nichts verändern. Denen ist die Steckdose fürs Laptop wichtiger als wirkliche Politik. Herr Gödewehr, erstmal, was sage ich denn? Herzlichen Glückwunsch oder herzliches Beileid zum neuen Präsidenten in Frankreich? Oh, weder noch. Es wird sich kaum was ändern. Ich glaube, wer glaubt noch, dass die Politik freies Feld hat, um das zu tun, was sie will? Die hat nur zum Spielfeld, was die Wirtschaft und die Finanzmärkte ihr übrig bleibt und lässt. Also insofern, Hollande wird zu Realpolitik, wie die Deutschen schön sagen, zurückkehren müssen, sehr schnell. Er will nur etwas anderes, er möchte ein bisschen Wachstum hineinpumpen, aber soweit ich weiß, der Fiskalpakt, was die Deutschen also so wichtig ist, hat das drin. Nein, es gibt keine große Überraschung zu erwarten mit Frankreich, es ist weder gut noch schlecht. Man muss nur eines verstehen, die Franzosen haben zuerst Sarkozy nach Hause geschickt. Wen haben Sie denn gewählt? Haben Sie Sarkozy gewählt oder haben Sie nach Hause geschickt? Haben Sie Hollande gewählt? Ich habe mich enthalten. Ich konnte mich nicht entscheiden für Hollande aus vielen Gründen. Und Sarkozy konnte ich überhaupt nicht mehr sehen, wie viele Franzosen. Also insofern, da war kein Wunschkandidat für mich. Aber im Grunde genommen, es wird sich kaum was ändern. Also die Politik von Hollande wird sehr schnell transparent werden. Also man sollte nicht glauben, das wird völlig anders werden. Als Nichtwähler oder Protestnichtwähler sind Sie eigentlich schon auf dem ersten Schritt hin zu den Piraten. Denn von den Nichtwählern, da haben die Piraten oft die meisten Stimmen gehört. Gödewehr, ein verkappter Pirat, wie fühlt sich das an für Sie? Ja, aber die Franzosen hatten auch ihre Piraten, nur die Franzosen sind anders. Die hatten die Kommunisten. Das ist undenkbar in Deutschland. Aber Mélenchon hat die kommunistische Partei wieder zum Leben gerufen und hat 10% gemacht, genau wie die 8% oder 10% der Piraten. Das ist genauso lustig. Das ist auch gut, dass solche Extremparteien die großen eingeschlafenen Parteien anstechen und sagen, also denk ein bisschen anders. Frankreich, um das zum Ende zu bringen, was Frankreich angeht. Frankreich träumt nur von einem Land für die Franzosen, was aussieht wie das Dorf von Asterisk. Das heißt also, alles, was draußen ist, ist suspekt.
Und wir hatten Asterix als Präsident, jetzt haben wir Obelix, aber es wird sich nicht ändern. Hoffen Sie eigentlich, noch mal eine Einreise nach Frankreich genehmigt zu kriegen? Bitte? Sie müssen zurück nach Frankreich, Sie wohnen da. Muss ich nicht, ich mache einen großen Umweg über die Schweiz. Frau C., Sie sind ein politisch interessierter Mensch. Wir haben immer versucht, Herrn Gödewehr als möglichen Piraten zu entlarven, ist nicht gelungen. Wie ist das denn bei Ihnen? Sie sagen, die Piraten sind die erste politische Kraft, von der Sie sich vertreten fühlen wirklich. Warum mussten Sie auf die Piraten warten? Denn die sind nicht die erste Kraft, von der ich mich vertreten fühlen würde. Aber ich habe große Sympathien für die Piraten. Die verkörpern zum einen mal ein Thema, was mir ausgesprochen wichtig ist. Das ist eigentlich seit langem mal wieder eine echte Bürgerrechtsbewegung in Deutschland. Das wird in dieser ganzen Diskussion, die jetzt um die Piraten geführt wird, ständig vergessen. Wenn man ihnen vorwirft, sie hätten keine Inhalte und dergleichen. Ich bin auf die aufmerksam geworden und habe angefangen, mich für sie zu interessieren, weil sie nach dem 11. September 2001 die einzigen waren, die gesagt haben, Vorsicht beim Abbau von Bürgerrechten, lasst uns verteidigen, was wir in den letzten Jahrzehnten dazu gewonnen haben. Das ist der Grund, warum ich die so gerne mag. Das ist der allererste Grund. Und das zweite ist, dass ich, wie es im Grunde schon gesagt worden ist, es ungeheuer spannend finde, dass wir auch seit längerer Zeit zum ersten Mal in Deutschland wieder eine junge Bewegung haben, in einem Land, dem ständig vorgeworfen wird, die Jugend oder die Menschen auf der Straße seien eigentlich unpolitisch, und jetzt formiert sich dort tatsächlich etwas Neues und etwas Eigenes, was von unten kommt, wie man so sagt. Nicht angeleitet von etablierten Kräften, sondern was aus eigener Kraft und mit hohem Engagement versucht, sich politische Spielräume zu erobern. Und das klappt ja auch ganz gut bislang. Der Jüngste in der Runde, wenn ich das richtig sehe, ist Florian Schröder. Aber nach einer kurzen Begeisterung schon wieder enttäuscht. Warum von dem Piraten? Naja, weil ich das Gefühl habe, dass da sehr viel geredet wird und sehr viel getwittert wird und sehr viel mitgeteilt wird, aber mir fehlt so ein bisschen ja, die Idee dahinter. Ich finde das ganze Programm sehr, sehr widersprüchlich. Also gerade diese Idee zu sagen, wir sind sehr staatsskeptisch und wir wollen sozusagen den Staat zurückfahren, den Überwachungsstaat, den Sie ja in fast allem sehen, das widerspricht ein bisschen dem, was Sie ja selber wollen, nämlich Transparenz. Ne? Das ist ja das große Ziel. Und Sie sagen zwar, wir wollen die Transparenz auf die Politik beschränken, aber ich bin bei diesem Transparenzgedanken sehr vorsichtig, weil ich das weil das ein sehr inflationär gebrauchter Begriff ist. Und ich glaube, das ist immer auch das Argument gewesen von allen Kontrollgesellschaften letztlich. Und ich weiß nicht, inwieweit es gut ist, diese Transparenz zu fordern. Ich weiß nicht, inwieweit es gut ist, wo das hinführt. Wenn man sagt, wir wollen unbedingt Transparenz, alles muss durchsichtig sein, alles muss sicher sein, das ist nicht Vertrauen, das ist Misstrauen. Das ist letztlich, dem liegt ein tiefes Misstrauen zugrunde gegenüber allem und jedem. Und da bin ich sehr skeptisch, weil ich nicht weiß, wo das am Ende hinführt. Das ist aber den Widerspruch würde ich gerne erstmal auflösen. Also das ist zwar richtig, wenn man wirklich Transparenz fordert in so hohem Ausmaß, ist das eigentlich ein Zeichen von Misstrauen. Ja. Aber das gewissermaßen neue an dieser Partei ist ja, dass sie nicht fordert, der Staat überwache seine Bürger aufgrund von Misstrauen, sondern sie drehen den Spieß um und sagen, eigentlich muss doch der mündige Bürger so viele Informationen wie möglich bekommen, um seinerseits das staatliche Tun überwachen zu können. Und darin liegt nicht unbedingt ein Misstrauen oder ein Widerspruch. Also dieses Misstrauen ist gesund und es ist auch Teil von einer individuellen Freiheit. Also wenn ich nicht erfahre und verfolgen kann, was politisch passiert, habe ich eigentlich keine Möglichkeit, mir eine eigene Meinung zu bilden. Und man darf das natürlich nicht ins Extrem führen. Also ich wäre auch vorsichtig zu sagen, man muss ab jetzt wirklich jede Ausschusssitzung und alles, was es gibt, im höchsten Maße transparent machen. Aber ich denke schon, dass sich in den letzten Jahren ein Unbehagen damit aufgestaut hat, dieses Gefühl, man könne nicht mehr nachvollziehen, wie Politik eigentlich funktioniert, irgendwie ausgesperrt zu sein vom politischen Geschehen. Und da, glaube ich, haben die Piraten wirklich eine wichtige Einflugschneise. Sie bieten dem Bürger wieder die Möglichkeit, vielleicht ist es auch erstmal ein Gefühl, zu sagen, das geht euch alle an, ihr könnt hier irgendwie mitmachen, ihr seid Teil des Geschehens. Ja, aber darf ich mal ein bisschen aufbohren? Weil Politik als Closed Shop, die Parteien allmächtig, die etablierten Parteien allmächtig, das ist auch ein Gefühl, was Hans-Olaf Henkel hat. Sie haben ja auch immer mal damit geliebäugelt, Sie waren nie in einer Partei, aber dann doch mal so ein bisschen aus der Kritikerloge rauszusteigen und sich zu engagieren in einer Partei. Wäre das jetzt was für Sie, die Piraten? Nein, aber ich finde die Bewegung trotzdem interessant und gut, weil sie eigentlich das deutsche festgefügte Parteiensystem demaskiert. Ich bin ja auch in der Welt herumgekommen, wie viele andere hier auch, und habe immer wieder gemerkt, dass es keine Demokratie in der Welt gibt, wo die Parteien so mächtig sind wie bei uns.
Das hängt mit der 1948 geschriebenen Verfassung des Grundgesetzes zusammen, dem Grundgesetz zusammen. Aber wenn ich diese Medaille umdrehe, dann muss man auch sagen dürfen, es gibt keine Demokratie in der Welt, wo der Bürger so wenig zu sagen hat. Darf ich noch mal fragen, was meinen Sie denn mit mächtig? Parteien werden gewählt, haben Macht auf Zeit. Was machen die denn bei uns mächtiger als die anderen? Ich gebe Ihnen mal ein paar Beispiele. Also außerhalb der konstitutionellen Monarchien gibt es kaum noch eine Demokratie, wo das Volk nicht seinen Staatsoberhaupt selbst wählen darf. Das dürfen wir nicht. Das wird ausgekungelt in einer kleinen Runde von Parteivorsitzenden. Mal ein Beispiel. Zweites Beispiel. Wir sind das einzige Land in der Welt mit einer geschriebenen Verfassung, aber der Souverän, der deutsche Bürger, durfte über die Verfassung bisher noch nicht abstimmen. Das verhindern die Parteien, obwohl im Artikel 146 Grundgesetz das vorgeschrieben ist. Sie dürfen den Bundeskanzler nicht wählen, sie dürfen den Ministerpräsidenten nicht wählen. Alles schreiben die Parteien vor. Und deshalb finde ich, ist es richtig, dass wir den Grundgedanken, den die Piraten ja auch fordern, übrigens nicht nur die Piraten, auch die Freien Wähler, aber das sind auch die einzigen Parteien, die ich kenne, von Bedeutung, die das tun. Sind Sie da eigentlich jetzt Mitglied oder nicht? Die nein, haben Sie doch bin ich. Ja, ich unterstütze Sie, weil ich deren Europolitik gut finde. Da reden wir gleich noch drüber. Das ist die einzige Partei, ja, die sich zu einer alternativen Europolitik bekennt. Und deshalb halte ich es auch für wichtig, diese Partei zu unterstützen. Aber was ich sagen will, ist, wir müssen aus dieser Geschichte etwas lernen. Wir müssen auch dem deutschen Bürger und der deutschen Bürgerin mehr Macht wiedergeben. Und wir müssen das Parteienmonopol knacken. Was mir in Schleswig-Holstein aufgefallen ist und was wirklich eigentlich eine viel größere Bedeutung hat. Wissen Sie eigentlich, dass wir inzwischen die größte Partei, die Partei der Nichtwähler, haben? In Schleswig-Holstein fast 40%. Das sind mehr als die SPD und die CDU zusammen. Und wir reden hier über die 8% der Piraten. Das halte ich nicht für richtig. Es wird mal Zeit, dass wir über die steigende Anzahl der Nichtwähler in Deutschland diskutieren. Darüber indirekt redet man aber auch, wenn man über die Piraten redet. Weil die bemerkenswert viele Menschen wieder an die Ohren locken. Übrigens Menschen jeden Alters. Frau Dittfors, fast 2/3 der Piratenwähler sagen, dass sie vor allem den etablierten Parteien einen Denkzettel damit verpassen möchten. Das klingt negativ, wenn man aber Denkzettel wörtlich nimmt, ist das doch was Positives. Man das zum Nachdenken ich ja, an. Das finde ich nett. Dagegen habe ich gar nichts einzuwenden. Der Punkt ist, ich glaube... Nett ist aber ein komisches Wort. Ja, ist ein komisches Wort. Bleibt doch erstmal so stehen mit all seiner Ambivalenz. Nein, Denkzettel zu geben und etablierten Parteien auch meinetwegen in den Arsch zu treten, ist ganz prima. Das ist nicht die Abteilung. Sondern was ich interessant finde und was sehr viel zu wenig beachtet wird, ist, dass die Piraten tatsächlich ein eigenes Milieu, eine eigene soziale Basis haben, dadurch, dass sie sich bei denen, die sie bisher sind, jetzt kommen die ganzen Aufsteiger und Leute dazu, die ganz schnell Karriere machen wollen, die erste Generation wird sich noch wundern, wie sich das jetzt verwandelt. Aber die Piraten... Sie aus Erfahrung von den Grünen? Ja, durchaus ein bisschen. Aber es waren andere Verlaufsformen, das kann man nicht einfach vergleichen. Auch eine andere Herkunft. Beim Piraten ist es so, es handelt sich bei vielen, und da gibt es auch sehr nette, aber objektiv, bei vielen um eine technisch qualifizierte Gruppe von Menschen aus Kleinbürgertum und oft unterer Mittelschicht, die über Jahre gequält und gedemütigt in ihren sozialen Verhältnissen von rot-grüner Sozialpolitik zum Teil auch arm sind, also im Schnitt sicher deutlich geringere Einkommen haben als FDP oder Grünwähler oder Anhänger. Und die eigentlich eher individuell gearbeitet haben. Die kamen nicht wie früher, vor 30 Jahren mal die Grünen aus sozialen Bewegungen, sondern kamen eher aus Einzelzusammenhängen. Wenn solche Menschen so wütend werden, dass sie sich zusammenschließen und sich auch noch diese altmodische Form einer Partei suchen, dann sind die so weit, dass sie relativ lange auch damit durchhalten. Sie sind eigentlich klassisch von ihrer Struktur her, sind sie klassisch eher Leute, die früher zur SPD gegangen wären. Aber die SPD ist ja nun mit ihrer Orientierung an gehobenen Kreisen genau die Partei, die ihr soziales Dilemma verursacht hat. Deswegen ist das soziologisch hochinteressant, was da wird. Was man aber gleichzeitig beobachten kann, ist, weil es so wenig kritische Reflexion darüber gibt, was man in diesen Apparaten, Parlamenten, Administrationen eigentlich tut, ist die Anfälligkeit für Anpassungsprozesse, sich noch schneller anzupassen, noch größer, als es bei den Grünen ohnehin auch schon war. Und jetzt kommen die Sehnsucht, das konnten wir jetzt auch in Frankfurt gut beobachten, die Sehnsucht nach sozialer Reputierlichkeit, nach Anerkennung, nach Dazugehören, nach jemand sein in der Gesellschaft, also die größte, giftigste Falle überhaupt, ist unglaublich groß bei denen, bei allen netten Leuten, die es da auch gibt.
Bei allem Lob, das die Piraten ja auch von unerwarteter Seite bekommen, zum Beispiel von Herrn Henkel, aber auch von Politikprofessoren, von Menschen, die sich ums System gesorgt haben, die sagen, es ist toll, wen die Piraten eben nicht nur die sie beschrieben haben, wieder aus der Schmollecke an die Wahlurne locken. Wie sie das gemacht haben, da gucken wir noch mal kurz hin. Stell dir vor, man fragt dich, oder? Warum hänge ich hier eigentlich? Ihr geht ja eh nicht wählen. Und? Arsch hoch, wählen! Erfolgreiche Wahlkampfslogans der Piraten. Gerade ihnen ist es bei den letzten Wahlen gelungen, Zehntausende Politikverdrossene zurück an die Urnen zu locken. Genau deshalb tut die Piratenpartei der deutschen Demokratie so gut, meint Politikprofessor Karl Rudolf Korte. Die Piraten haben längst verloren geglaubte Nichtwähler dazu gebracht, wieder zur Wahl zu gehen und aktiv an Politik teilzunehmen. Das ist eine Leistung und gleichzeitig eine Herausforderung an die etablierten Parteien. Wegen ihrer Haltung und ihrem Mut zur Lücke werden die Piraten von den Wählern als ein erfrischender Gegenentwurf zur deutschen Politikerpolitik wahrgenommen. Frau C., stell dir vor, man fragt dich, das ist ein Wahlplakatspruch. Wenn Sie gefragt werden, wie viel Arbeit stecken Sie dann rein? Muss man sich das so vorstellen, dass Sie abends jetzt mal an den Rechner gehen und an Abstimmungsprozessen noch teilnehmen? Sie sind gerade junge Eltern geworden oder schicken Sie, also erstmal Mutter, aber da gehört noch ein Mann dazu, oder schicken Sie den an den Rechner, weil der ist ja auch Piratenmitglied, soviel ich weiß. Also Sie wollen jetzt wissen, inwieweit wir aktiv sind bei den Piraten in der Partei sozusagen. Also das war die Frage. Abends da sitzen und mit abstimmen? Ich persönlich bin ja nicht Mitglied, deswegen kann ich mich nicht so leicht einloggen. Also ich muss das immer über meinen Mann dann gewissermaßen tun. Also das Schöne an den Piraten ist einfach, dass man überhaupt zu Hause vorm Rechner sitzen und Politik machen kann. Also das ist, glaube ich, wirklich ein ganz wichtiges Kriterium, was viele, die eher an althergebrachte Methoden von Politik gewöhnt sind, auch nicht verstehen. Hier fiel gerade ein wichtiges Stichwort, die individuelle Sozialisierung. Es gibt heutzutage eine Menge Menschen, und dazu gehöre ich auch, die gehen nicht so gern aus dem Haus. Und die begreifen Politik zwar als etwas Wichtiges, vielleicht auch als Teil ihres Lebens, aber die gehen nicht gerne jeden Dienstagabend in irgendeine Eckkneipe zum Stammtisch und fahren auch nicht ständig nach Berlin, um sich da zu treffen. Und bei der Piratenpolitik ist das Schöne, dass man wirklich, auch wenn man nur eine halbe Stunde investieren will, sich für ein Thema interessiert, kann man das eben verfolgen und schon bei einer ganz geringen Schwelle am Anfang einer Diskussion durch das Einbringen der eigenen Stimme, der eigenen Meinung eben Anteil nehmen an diesem Prozess. Und unabhängig von der Frage, was da inhaltlich jetzt bei rauskommt, weil das den Piraten ja ständig vorgeworfen wird, das seien zu wenig Inhalte. Das ist, glaube ich, etwas, was viele Leute verführt. Dieses Gefühl, tatsächlich aufgefordert zu sein, ein Spiel mitzuspielen. Herr Henkel? Ja, ich sehe das ähnlich. Es ist also die Möglichkeit, über diese Informationstechnik sich zu beteiligen. Und das wäre etwas, was andere Parteien auch machen sollten und könnten. Das hat aber, wie Sie schon zu Recht sagen, mit dem Programm gar nichts zu tun. Es ist die Form erstmal. Es ist eine Form. Und deshalb sich nun für die Piraten zu engagieren, halte ich für keinen besonders starken Grund. Nicht? Mich interessieren andere Dinge. Warum sind Sie zum Beispiel für das bedingungslose Grundeinkommen, nicht? Die sogenannte Rente ab Geburt? Mit dem Thema müsste man sich mal auseinandersetzen. Das halte ich für absurd. Auf der anderen Seite haben Sie einen Programmpunkt, für den ich mich auch bei der FDP immer ohne Erfolg eingesetzt habe. Sie haben nämlich beschlossen, dass die Zwangsmitgliedschaft in den Handelskammern und Handwerkskammern beendet werden muss. Wir sind das einzige Land in der Welt, wo man als allererstes, wenn Sie ein Unternehmen gründen, erstmal eine Rechnung von der Handelskammer kriegen. Und diese Zwangsmitgliedschaft muss beendet werden. Das heißt, es gibt auch in dieser Partei ein paar Programmpunkte, die man in anderen Parteien aufnehmen könnte. Aber dieser Hype, den wir hier veranstalten, das ist ja schon die zweite Sendung, gestern gab es ja schon mal eine zu diesem Thema, der rechtfertigt diese Partei nicht. Und irgendwie sind wir in einer Spirale. Nicht? Die werden in die Talkshows eingeladen, in die Talkshows wird drüber gesprochen, deshalb werden die plötzlich populär. Wir könnten auch über die Freien Wähler und, ihren Antisemitismus sprechen in Frankfurt. Ach, das ist doch Quatsch. Jetzt möchte ich mal sagen, das ist eine Partei mit 280.000 Wählern, Mitgliedern, die ist verankert in den Kommunen, die haben massenhaft Bürgermeister und kommunale Politiker, die erfolgreich sind. Die nimmt niemand zur Kenntnis. Und das wundert mich, dass diese Piraten von diesen Medien so nach oben gejubelt werden. Und das halte ich auch für nicht richtig.
Ich finde, aber man sollte auch den öffentlich-rechtlichen Fernsehgesellschaften mal zumuten, sich mit anderen Parteien aber zu befassen. Aber Sie sind doch auch hier heute Abend, Herr Henkel. Ich bin kein freier Wähler, sondern ich bin nur ein Sympathisant. Aber wir sind doch alle hier, weil wir das Thema interessant finden. Wir finden es interessant, warum es die Piraten überhaupt gibt. Deshalb bringe ich es ja auch vor. Endlich ist mal einer. Und ich glaube, es greift zu kurz zu sagen, das ist ja nur Form, was die machen. Weil es ist in Demokratien ungeheuer wichtig, in welchen Verfahren Entscheidungen zustande kommen. Das Verfahren ist sozusagen die Kernsubstanz der Demokratie. Und was die Piraten sich da gerade ausdenken und was sie ausprobieren, diese Partei ist ja nicht zuletzt ein großes Politikexperiment, das sagen die Piraten selber. Die treten ja eben gerade nicht an mit einem vorgefertigten Weltbild, was kaum eine Partei je getan hat, sondern sie begreifen sich selber als Prozess, als offenen Prozess und laden ein, dabei mitzumachen. Das ist ein Spiel mit der Form und da wird die Form zum demokratischen Inhalt. Das ist genau, worum es unter anderem aber auch maßgeblich geht. Aber das ist mir jetzt ein bisschen zu viel PR. Nein, das stimmt nämlich mit der Praxis gar nicht überein. Doch, das stimmt mit der Praxis also überein. Also in Frankfurt reden die auch von Transparenz bis zum geht nicht mehr. Und ich dachte, oh, wie nett, da kommen Leute, die meinen das ernst. Und was ich bei denen mag, ist eher das, was den Bürgerlichen nicht gefällt. Sozusagen die anderen Klamotten, die anderen Verkehrsformen, finde ich alles sehr sympathisch. Wenn man dann hinkommt, stößt man aber auf ganz spießige Formen der Praxis, dass nämlich zum Beispiel die Kooperation mit denen daran zerplatzt ist, dass sie gesagt haben, bei uns herrscht Fraktionszwang, wenn du nicht das sagst, was wir auch sagen, es gab nur geringe Abweichungen in der Kommunalpolitik, dann trennen wir uns, dann fliegst du raus. Das heißt, das Getue ist auch zum Teil inzwischen viel lockerer und als in Wirklichkeit die Praxis im Inneren ist. Und manche Programmentscheidungen werden knallhart so getroffen, dass man sagt, ach nö, wir sind noch so jung und genießen noch Welpenschutz. Wir haben noch nichts zum Thema Krieg und Frieden nach so und so vielen Jahren Afghanistan-Krieg im Programm. Aber wir finden zum Beispiel ganz toll, Angelika Bär aufzunehmen, die jetzt in den Landtag gestern gehüpft ist. Und das war nun einer der härtesten Kriegsbefürworterinnen bei den Grünen. So macht man seine Programme, indem man offen ist für alles, von soft rechtspopulistisch bis irgendwie chaotisch. Und dann guckt man mal. Ich sag, mich würde heute interessieren, was wir in 10 Jahren rückblickend sagen, welcher Kapitalfraktion, welchen ganz stocketablierten Kreisen diese ach so lebendigen, frischen neuen Piraten das am Ende genutzt haben werden. Also ob sie nicht doch, das ist meine Frau These, Dittfurt. Am Ende Systemadministratoren. Ich würde gerne mal. Ich habe doch überhaupt nichts dagegen gesagt. Ich habe mir nur gerade überlegt, dass ich manchmal mal eine Nacht lang an Ihrem Bett sitzen möchte. Ob Nein. Sie da nicht. Da kriege ich ja Albträume. Lassen Sie mich da mal ausreden, was ich da will. Okay. Ob Sie dann, wenn Sie sich jetzt gerade selbst zugehört haben, ob Sie dann nicht irgendwann mal nachts aufschrecken und sagen: Oh Gott, ich rede ja selbst, wie Helmut Kohl über uns als Grüne geredet hat. Nee, das ist ja Quatsch. Warum? Schauen Sie, der Unterschied bei den, Sie könnten mich jetzt einladen, Sie wissen ja, dass ich sozusagen die Grünen gerne zerlege, das ist gar nicht der Punkt. Aber der große Unterschied und kluge Journalistenkollegen, etwa der, weiß ich vergesse immer Namen, der vom Tagesspiegel, da waren wir uns neulich mal ganz einig, der Anfang der Grünen 1980 war einer, wo Menschen, die schon 10, 15 Jahre in sozialen Bewegungen verschiedenster Art hinter sich hatten und sich mit dieser Gesellschaft auseinandergesetzt und in ihren Themen Anti-Atom, Feminismus, Staatskritik und was auch immer unheimlich viel gelernt hatten, und ins Parlament kamen und reflektiert haben, verflixt, wohin kommen wir jetzt, was werden die Strukturen mit uns machen, wie lange bleiben wir rebellisch. Wenn die Piraten in so einen Plenarsaal kommen, gucken sie unter den Tisch und sagen, oh, feine Steckdose. Das heißt, da ist kein bisschen Reflexion. Herr Schröder? Also die Reflexion gibt es bei den Piraten auch. Da muss ich jetzt aber tatsächlich sagen, im Gegensatz zu den Piraten hatten Sie aber auch das Glück eines Feinds. Ne? Also es gab ein Feindbild, es gab die CDU der 50er Jahre, es gab den Nationalsozialismus, diesen ganzen Background. Das ist heute alles nicht mehr da. Ne? Es gibt nicht mehr keine den... Keine Gegner heute es, mehr? Es gibt nicht mehr. Interessant. Ja, es gibt... Es ist eine komplett Ideologie. Gar nichts mehr? Ja, aber es ist nicht die... Es ist nicht diese... Es ist, wir leben nicht in einem ideologischen Zeitalter. Sie sind groß geworden in der Zeit des Kalten Kriegs. Heute geht es um ganz andere Fragen. Und ich glaube, das ist der zentrale Punkt, was die Piraten so erfolgreich macht. Meine These ist, dass immer die am meisten sagen, sie hätten keine Ideologie, die schärfsten Ideologen sind. Das kann ja sein, das ist nochmal ein anderes Thema. Okay. Aber ich glaube, dass es hier darum geht, dass genau dieser sozusagen der Lebensentwurf, wir bleiben offen für alles, es ist alles möglich, heute hier, morgen dort, was für uns von Anfang an, ich sage jetzt mal verallgemeinert uns oder mir auch eingetrichtert wurde von Anfang an, ist, sei mobil, sei flexibel, geh dahin, geh dorthin,
der sei offen, der Arbeitsmarkt will vielleicht dieses von dir, vielleicht jenes. Mhm. Es ist uns von Anfang an ja dieses sozusagen das Standpunktdenken abtrainiert worden. Darum geht es nicht. Das, ne? Das sieht man bei den Piraten. Es ist alles flüssig, es fließt alles dahin. Wir können es heute so sehen, morgen so. Und das wirkt vielleicht beliebig, das wirkt auch auf mich zum Teil befremdend, aber das ist das Resultat letztlich auch des Neoliberalismus. Das ist das Resultat einer Zeit, in der man sagt, es ist einfach nur wichtig, dass du funktionierst. Ja, genau. Ne? Aber das ist kein Schaden. Darum geht's. Das ist kein Schaden. Nein, finde ich nicht. Also ich glaube, was die Piraten vielleicht schaffen werden, zum Teil auch schon jetzt schaffen, ist ein politisches Äquivalent für ein Lebensgefühl zu verkörpern. Das hast du oder sie haben gerade eben versucht, das schon zu beschreiben, und ich finde, das ist ganz gut getroffen. Es ist tatsächlich ein Lebensgefühl, wo man sich eher als ein Individuum sieht, was mit Freiheit zum Teil auch überfordert ist, umgeben von vielen Möglichkeiten und wo einem ständig gesagt wird, du musst irgendwie versuchen, hier alles richtig zu machen, alles liegt in deiner Verantwortung, es gibt eigentlich keinen Stall, es gibt keinen Stallgeruch, man ist nicht Sozialdemokrat, man ist auch nicht Christdemokrat, sondern man ist irgendwie relativ pragmatisch und versucht, sich sein ganz persönliches Set zusammenzubauen. Man ist irgendwie auf einer Suche nach einer Identität. Darf ich Sie mal, und die Piraten, ich möchte Sie nicht ersparen, weil Sie sagen, man ist flexibel. Ist das ein anderes Wort für Ahnungslosigkeit? Wie lange können Sie sich... Moment. Wie lange kann man sich eigentlich solche Auftritte noch leisten? Ich muss ganz ehrlich zugeben, wir haben noch keine konkrete Lösung, wie sich das Problem lösen lässt, weil das ein sehr komplexes Problem ist. Eine gute Frage, da müssen wir noch diskutieren. Eine Strategie haben wir zurzeit nicht. Dazu haben wir noch kein Programm. Gerade in Sachen Steuern fehlt mir jetzt ein Grundsatzprogramm, wo ich sagen kann, das ist die Meinung der Piratenpartei. Ganz oft keine Antworten, keine Lösungen, keine Meinungen. Peinlich ist das den Piraten nicht. Sie machen damit sogar Wahlkampf. Wir sind die mit den Fragen. Ihr seid die mit den Antworten. Herr Henkel schmunzelt. Frau C., die Frage, wie lange kann man sich das noch leisten? Wie lange wirkt das noch so sympathisch, dass man damit punkten kann im Wahlkampf, wie es gerade offenbar passiert, wie es wahrscheinlich auch am Sonntag in Nordrhein-Westfalen wieder passieren wird? Das ist keine Strategie. Das ist nichts, womit die Piraten zu punkten versuchen. Sondern wenn ich das Einzige, auf ein Wahlplakat draufschreibe, das ist Ehrlichkeit. Die versuchen, die haben, wenn sie überhaupt ein strategisches Konzept haben, würde ich das mit dem Wort Ehrlichkeit beschreiben. Wenn wir jemanden aus dem, sage ich mal, Gesundheitsministerium fragen, wie viele Soldaten sind heute in Afghanistan stationiert und wie viele davon sind Deutsche, wird er die genaue Zahl nicht nennen können. Politik ist ein ungeheuer diverses Geschäft geworden, ausdifferenziert in viele verschiedene Sachgebiete. Und es ist völlig normal, dass ein Politiker, der außerhalb seines Sachgebiets befragt wird, darauf keine Antwort kennt. Was ein Berufspolitiker normalerweise tut, ist mit irgendeiner Standardfloskel über diese Ahnungslosigkeit hinwegzuhelfen. Der sagt ein paar schöne Sätze, umgeht die Frage und macht weiter. Das tun die Piraten nicht. Erstens, weil sie es nicht können. Ja, die sind rhetorisch einfach nicht so geschult. Und zweitens, weil sie es nicht wollen. Die sagen einfach, ich weiß es nicht. Und mein Eindruck ist, dass die Leute im Land sich diese Sätze von Politikern wünschen. Die wünschen sich mal zu hören, ich weiß es nicht, weil sie dann wieder den Menschen hinter der politischen Front erkennen und dann, auch wenn er was weiß und was sagt, das wieder glauben. Herr Güte, also wie lange das gut geht, weiß ich nicht, aber es ist erstmal nur eine Momentaufnahme. Ich weiß, Herr Gödewehr, von Ihnen, dass Sie unsere Kanzlerin ziemlich gut finden. Wenn Frau Merkel sagen würde, Entschuldigung, ich habe keine Ahnung, wahrscheinlich wird sie nicht sagen, ich google das mal, sondern sie würde dann sagen, da muss ich mal einen Referenten.